Moin! Willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Battle Minigame für die Nintendo Switch. Wir haben uns im letzten Part über Hinz und Kunz unterhalten. Oder, um es anders auszudrücken, über, ja, so ein klein bisschen über Streams von Minecraft Battle Minigame bis hin zu dem Better Together Update für die Switch. Und, oh mein Gott, was tue ich denn hier? Oh Gott, oh Gott. Wenigstens war ich nicht der Dumme, der gestorben bin. LOL. Ja, und kam dann, wie gesagt, zum Better Together Update der Nintendo Switch Edition von Minecraft. Und ich habe eine Frage offen gelassen. So, wisst ihr, wann dieses Update für die Switch kommt? Das will ich jetzt auch mal hier thematisieren. Ach du Scheiße, was willst du denn von mir, du Sau hier, ein kleines Schwein? Heilige Scheiße. Also dieser Formula X, der will es wissen, Mann. Der ist nicht kacke. Ich meine, ich bin auch nicht gut, aber... Der ist mir auf jeden Fall ebenbürtig. GG, Alter. Wisst ihr, weil ich habe halt schon Bock, mal wieder so ein bisschen Minecraft zu spielen. Klar, ich habe auch Bock auf Minecraft Community und darauf können wir auch mal kurz eingehen. Das Let's Play sollte dazu ja schon längst losgehen im November, Oktober oder so. Aber ich habe halt auf das Better Together Update gewartet. Ne, weil mit dem Super Duper Texture Pack lässt sich Minecraft Community gleich noch viel schöner spielen. Mit einem viel schöneren Texture Pack. Statt immer nur diesem Minecraft Standard Kack. So, ich wollte halt eine Variation daraus haben. Klar habe ich auch mal eine Auszeit von Minecraft gebraucht und so. Aber grundsätzlich, jetzt hätte ich ja voll Bock auf Minecraft Community und auf Minecraft Super Duper Texture Pack Showcase. So, ich habe euch ja schon im letzten Part erzählt, ich will so ein kurzes Let's Play machen zu dem wunderschönen Minecraft Super Duper Texture Pack und so ein ganz kurzes Let's Play, in dem ich euch dieses Texture Pack zeige und oh nein. Der Raum kackt ab. Oh nein. Womit habe ich das denn? Oh nein. Och nein. Ach, zum Heulen. Ach Mann, ey, der Raum lief doch so gut. Naja, gut. Jedenfalls. Erstmal ein frohes neues Jahr. Was geht ab? Ja, ich habe das voll vergessen zu sagen, ja. Wir sollten jedenfalls jetzt 2018 haben. Wie auch hoffentlich meine Beschreibung unten verrät, wenn man mal liest. Kommentiert von Random Kai im Jahre 2018. Kennt ihr das, wenn ihr nach einem Jahreswechsel in der Schule seid und ihr dann oben rechts immer euer Datum hinsetzt, von wegen so erst 6.1., 7.1.2017 und dann merkt, oh fuck, wir haben ja 2018. Och meine Fresse, immer das gleiche hier. Ach ja, ich hätte schon längst durchskippen können. Oh Gott, ja, stimmt. Der Typ hier ist gut, der ist schlau, der weiß Bescheid, dass man auf Ready klicken kann, um direkt zu starten. Deswegen gibt es jetzt hier coole One-on-Ones, ja. Jedenfalls, ich war immer so ein Mensch, der dann immer das Datum durchstreichen musste, weil er halt vercheckt hat, das richtige Datum dahin zu setzen. So, das war halt extrem geil von mir, ich weiß. Sehr intelligent. Seid ihr auch so schlau? Und setzt immer das Vorjahresdatum dahin, obwohl es eigentlich das jetzige Jahresdatum sein müsste. Ich wette, wenn ich noch zur Schule gehen würde, nochmal, oh, das wäre geil, wäre ich wahrscheinlich noch genauso drauf und hätte... Okay, ich hoffe, der Typ verlässt den Raum nicht oder macht den Raum nicht zu. Das wäre nämlich ziemlich geil, dankeschön. Und wir sind zwei Leute mehr. Geil. So, direkt mal auf Ready klicken, Leute.
Ja, also. Ich war immer so ein Mensch. Wart ihr es auch? Schreibt es in die Kommentare. Aber nochmal, um aufs Thema zurückzukommen. Das wichtige Thema des Tages. Minecraft Bettered Together Update, aka das Super Duper Texture Pack. Ja. Ich bin dabei stehen geblieben zu sagen, dass ich eigentlich ja schon längst mit Community anfangen wollte. Halt auch zu dem Zeitpunkt, an dem das Bettered Together Update rauskommt. Und somit auch das Super Duper Texture Pack, weil ihr habt es bestimmt schon längst gesehen. Also, dieses Texture Pack ist wirklich super duper, denn es nutzt halt verschiedenste gut aussehende Shader-Effekte. So, die Sonne scheint euch dann wirklich in die Fresse. Es sieht extrem gut aus. Ich weiß nicht, ob es ein 64x64 Shader Texture Pack ist oder ein 128x128, aber es sieht verdammt gut aus. So, alles sieht extrem schön aus. Die Lichteffekte sehen gut aus. So, also da passt halt alles zusammen. Man fühlt sich halt echt, als würde man Minecraft auf dem PC mit irgendwelchen guten Texture Packs spielen, die eine hohe Auflösung haben. Und ich sag mal so, letztendlich für die Switch zu haben. Stellt euch mal vor, ihr würdet Minecraft Battle Minigame irgendwie in der Bahn spielen und spielt unterwegs mit diesem ultra krassen Texture Pack. Ja, ich weiß, es gibt wahrscheinlich noch deutlich schönere auf dem PC, aber ja, das ist schon das Ding auf dem PC. Stellt euch mal vor, ihr spielt auf der Switch mit dem super duper Texture Pack in hochaufgelösten Texturen und so und mit coolen Lichteffekten und Shadern und so. Ach, wäre das geil. Und natürlich hat sich auch dieses Release um das Bettered Together Update und somit auch. Kacke. Somit auch dem Super Duper Texture Pack verlängert oder in die Länge gezogen. Also das Ding ist halt, es hätte schon längst kommen müssen für die Switch. Es kommt aber erst Anfang diesen Jahres raus. Januar oder Februar oder so oder März, keine Ahnung. Das wissen wir noch nicht. Wir werden es sehen. Aber so wie ich gehört habe, gab es halt Performance-Probleme. Das heißt, man hat versucht, dieses Texture Pack, dieses hochauflösende Texture Pack, dieses gut aussehende Texture Pack auf die Switch umzumünzen, zu portieren. Hat aber nicht geklappt, weil die Hardware von der Switch wahrscheinlich an ihre Grenzen gestoßen ist und somit musste man halt ein paar Veränderungen mit sich ziehen. Ja, es mussten ein paar, also Abstriche gemacht werden, grafische Abstriche. Aber das soll mir ja egal sein, solange es halt immer noch gut aussieht, so. Ne? Hey, du Sau, was fällt dir eigentlich ein, hä? Wo ist der Typ eigentlich? Schön vollheilen erstmal. Lol. Und aus diesem Grunde will ich euch halt in einem Showcase-Let's Play zeigen, was dieses Texture Pack auf der Switch drauf hat, wie alles aussieht. Das heißt, ich werde halt alles Mögliche zeigen, von Höhlen bis hin zu Minen, bis hin zu Holztexturen, bis hin zu Ender-Drachenkampf und so, um euch zu zeigen, hey, wie sieht das Spiel grafisch auf der Switch aus? Was ist da möglich? Wie gut sieht das aus und wie gut kann die grafische Qualität der Switch mit der PS4 oder Xbox One mithalten. Auf diesen Konsolen ist ja auch schon, wie wir alle wissen, dieses Texture Pack draußen. Die einzigen, die halt noch warten müssen, sind wir, die Switch-Besitzer. Ja. Aber hey, das soll mich ja nicht stören, solange es am Ende des Tages gut aussieht, gut läuft, ohne große Lags und sowas und so weiter und so fort. Ja. Verbrenn, du Sau, du kleines Schwein, du, ich bin nicht fertig. Ich bin sauer. Ja. Nice HD. Ich hoffe mal, ich werde nicht gekickt. Ich hoffe, der Raum wird nicht zugemacht. Oh, bitte.
Vor allem so nachts um zwei. Real Talk. Spielen verdammt viele Leute Minecraft. Was ist denn da los? Ist ja richtig krass. Und vor allem, stell euch mal vor, man könnte Minecraft Battle Minigame auch mit dem Super Duper Texture Pack spielen. Das wird nicht passieren, weil... Ich kann ja jetzt hier auch nicht sagen, okay, ich gehe hier raus und setze das Texture Pack auf so und so. Ich kann höchstens meinen Skin ändern. Das ist das Problem. Ja. Du kannst bei Minecraft Battle Minigame, Tumble Minigame oder Glide Minigame das Texture Pack nicht umstellen. Das ist quasi von Map zu Map, glaube ich, vorgeschrieben. Ja. Das ist zwar schade. Ja, aber, ja. Ist halt so. Dafür können wir ja dann mit dem Better Together Update zum Beispiel auf den Gommes-Server gehen oder so und da ein bisschen Skywars spielen. Und da komme ich direkt auf das nächste Thema, denn ihr habt es schon mitbekommen. Worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich es vergessen. Worauf wollte ich hinaus? Apropos Battle Minigame und Sky. Ach ja, genau hier. Und zwar, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und zwar, wie ich gehört habe, wollte 4J Studios, wollte Mojang, wollte generell das ganze Minecraft-Team gucken, dass sie noch ein einziges Minispiel auf die Konsolen bringen. Brudes! Nein! Und zwar wollten sie ja, das hat man immer gerüchtemäßig so gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ist es official, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls wollten sie, laut Gerüchten, sage ich jetzt mal, obwohl es wahr sein könnte und ich weiß es nicht ganz genau, ich höre das mal in einem Fragezeichen ein. 4J Studios wollten noch ein letztes Minispiel auf die Konsolen bringen und zwar hat man es irgendwie so gehört, entweder Skywars oder Master Builders. Wie wir alle wissen und gesehen haben, naja, kam weder das eine noch das andere bisher auf die Konsolenversion. Egal ob Switch, PS4 oder Xbox One. Auf keinen dieser Versionen kam bisher entweder Master Builders oder Skywars. Das finde ich schade. Aber klar, man kann auch, natürlich auch sagen, sobald das Better Together Update rauskommt, ist es sowieso unnötig, weil alle auf Server gehen werden. So, alle werden auf Servern spielen und dann dort Skywars, Master Builders und Konsorten spielen. Oh Gott, ein Totem! Kai, du hast ihn mal übersehen, du Sau! Ja. Ich weiß. Ihr könnt mich nicht schlachten. Ich werde trotzdem gewinnen. Ha! Alter, der Totem hat mich so gerettet, ne? Gerettet. Wir sind gerettet! Nein! Boah, was hat denn Typ, was hat der für eine Armor gehabt, Alter? Heftig. Ach, du dreckige Sau. Und natürlich, vielleicht haben 4J Studios und Mojang echt überlegt, okay, scheiß auf diese beiden Minispiele. Die bringen wir nicht mehr drauf, weil sobald das Battle Together Update für die Switch draußen ist, ist der Gedanke sowieso unnötig geworden. Aka, der Gedanke ist unnötig. Wir bringen keine Minispiele mehr auf die Switch. Also keine weiteren mehr auf die Switch, auf die PS4, auf die Xbox One. Weil so ab dem Battle Together Update juckt doch eh keinen mehr, was mit Battle Minigame ist, was mit Tumble Minigame ist, was mit Glide Minigame ist. Das juckt dann doch keinen mehr. Das wird auch eh keiner mehr spielen. Also warum noch Master Builders und Skywars draufpacken, wenn sowieso die ganzen Server-Ersteller mit den ganzen Skywars-Mods und hast du nicht gesehen, Mods daherkommen. Also unnötig. Das ist mein Gedanke dazu, dass
die Minigames überhaupt nicht mehr supportet werden. Man kann die Minigames, die zwar noch da sind, noch spielen. Aber neu dazukommen werden wahrscheinlich keine. Wenn, dann fände ich es extrem geil. Weil neues Minecraft-Let's Play und so, ihr wisst Bescheid. Und außerdem, ja, Variation. Mal was anderes, außer immer Battle-Minigame oder Glide oder Tumble oder so. Ich kann aber auch auf der anderen Seite verstehen, wenn man sagt, okay, Jungs, wenn ihr Glide oder wenn ihr Master Builder, Sky Wars, Bed Wars oder sowas spielen wollt, dann geht auf die Server. Die sind im Better Together Update mit inbegriffen. Klickt euch durch und habt da Spaß dran. Das kann ich mir auch vorstellen. Fände ich auch die bessere Lösung von allen. Das ist meine Meinung dazu. Ich wäre raus. Brudingos, vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Meinung dazu und eure Wissenskenntnisse dazu in die Kommentare, weil es würde mich echt interessieren, wie das letztendlich aussieht, was die offizielle Begründung von Mojang und 4J Studios ist bezüglich Minecraft, Minigames und Better Together auf der Switch und Release auf der Switch und so weiter und so fort. Haut raus, bitte. Würde mich echt jucken. Danke fürs Zusehen, macht's gut, haut rein, ciao.